So, ich war beim DM und ich habe einmal Bonbons gekauft, ohne Zucker natürlich. Wieso steht da nicht ohne Zucker? Habe ich was mit Zucker gekauft? Mit Vitamin C. Shit. Jetzt müssen wir mal reingehen. So, jetzt habe ich aber Glück gehabt, weil ich habe nämlich gar keinen Beleg mitgenommen. Man soll immer einen Beleg mitnehmen, damit man was umtauschen kann. Aber es war noch die gleiche Kassiererin da, es war überhaupt nichts los. Und ich so, Entschuldigung, ich habe die ohne Zucker gekauft. Kann ich die noch umtauschen? Ich will welche mit. Ich habe die mit Zucker gekauft. Ich will welche ohne Zucker. Genau. Und dann sagt sie, ja, okay, können wir machen. Und ja, dann hat sie die Kollegin gerufen mit dem Schlüssel und dann konnte ich die umtauschen. Und die waren auch noch billiger, aber sind auch weniger drin. Aber ich brauche auch nicht so viele. Aber ich brauche jetzt sofort eins, weil mir kratzt der Hals. Und das darf eigentlich überhaupt nicht sein, weil ich nehme immer noch die Antibiotika gegen die Mittelohrentzündung, die sollten eigentlich gegen alle Bakterien helfen. Keine Ahnung wieso. Ich muss da gleich noch die Tabletten rauslegen, damit ich die dann auch gleich nehme. Genau, so. Dann habe ich mir die Happy Brush wieder gekauft. Ich muss das mal im Amazon-Link verlinken. Hier ist immer der erste Link in jeder Beschreibung. Das sind drei Stück. Da kriege ich heute gleich eine neue, weil ein neuer Monat angefangen hat. Weiß nicht, wie oft wechselt ihr eure Zahnbürstenköpfe? Ich immer am 1. des Monats, dann kann ich es mir merken. Genau. Die Schallzahnbürste. So, dann Rasierer, Duschgel. Das ist fürs Fitnessstudio. Für draußen habe ich ein Outdoor-Duschgel, das habe ich schon im Amazon-Link drin. Genau. Interdentalbürsten, das sind die Öko, die sind ein bisschen teurer, aber dafür weniger Müll. Deo. Ich nehme aber das ohne Aluminium, ohne Alkohol. Ah. Neue Bänder. Shit, ich habe überhaupt keine Schere mehr. Weil die Schere, habe ich die Schere dem Sascha gegeben. Ich bin auch doof, ich brauche doch eine Schere in meinem Repertoire, nicht Repertoire, Reservoir. Nein, auch nicht. Nee, ich habe keine Schere. Nehme ich das Messer. Nein, ich verletze mich nicht. Na,
Geh schon, jetzt. Okay. Neue Haarbänder. Du musst manchmal ganz rabiat sein. So. Ich wollte eigentlich nicht so ein Leoprint, aber ich wollte ein beiges. Und das war die einzige Packung, wo ein beiges mit drin war. Haare sind jetzt hier zum Glück schon wieder so lange, dass man die zusammenbinden kann. Bei der Hitze ist es einfach angenehmer, weil die sonst überall kleben. Und dann noch diese Tasche hier. Weil irgendwie habe ich jetzt zu viel weggeschmissen und mir fehlt eine Tasche für solche Dinge, wie die, die ich gerade eben gekauft habe. Ich habe zwar eine große hier. Da ist eigentlich fast alles drin, was ich brauche. Jetzt muss ich überlegen, welches ich für was hernehme. Ich glaube, die kleinere für das tägliche, also dann Zahnbürste und Zahnpasta und Zahnbürste. Und genau, das hier ist gleich, wechsle ich gleich aus. Jetzt habe ich keinen Platz mehr hier zum Arbeiten. Da ist die Zahnbürste. Genau, weil die passt halt einfach perfekt. Eine andere kann man auch mal hernehmen, aber die passt halt nicht so gut. Genau, wenn man die quer reintut, dann passt sie rein. Was steht da drauf? Glücksdinge. Ja. So, dann die beiden Cremen vom Hautarzt. Tabletten für den Abend. Bürste. Die kommt jetzt weg, weil ja, die wechsle ich auch öfter. Die hält nicht so lang. Und da kommt jetzt eine neue rein. Wo geht denn das auf? Ist das wie eine Streichholzschachtel? Das sind Kleber. Ja, okay. So, aber der Kleber ist, geht's auf. Super fein steht da. Genau, die sind aus Holz. Sind die niedlich? Goldig. So, die kommt da auch rein. Genau. Und das wird die Vorratstasche. Da kommt jetzt das andere Haarband rein. Und das Duschgel, das kommt mit in die Tasche für jeden Tag. Ein Rasierer kommt mit in die Tasche für jeden Tag. Die restlichen Rasierer hier rein. Die restlichen Zahnbürsten hier rein. Die restlichen Bonbons hier rein. Ein Bonbon in die tägliche Tasche. Gut. Ja. Und so habe ich eine tägliche Tasche und eine Vorratstasche. So. Ich mag das immer ganz gern hier. Hier gibt es keinen SB-Waschsalon, Selbstbedienungswaschsalon. Hier gibt es nur einen, wo man die Wäsche abgibt und dann am Nachmittag wiederholt. Ich finde das so nett. Aber es kostet auch nicht mehr und es ist einfach nett, weil man kurz mit der Dame redet. Und ja, so ein kleiner Luxus. So, ich muss nichts tun. Ich muss nur später wiederkommen und die Sachen gewaschen und getrocknet wiederholen. Genau.
keine Ahnung, wann sich das MacBook vollgeladen hat. Aber das MacBook ist zwar voll, aber die Batterie war ja nicht eingesteckt. Ich stecke jetzt mal die Batterie ein, damit sich da auch was fortbewegt. Schön, dass die Sonne scheint. Aber ich merke schon, dass ich noch die Antibiotika nehme. Also so ganz fit bin ich noch nicht. Aber man muss hier sich auch bewegen, man muss hier raus an die frische Luft. Das trägt ja auch zur Gesundung bei. Und ich höre schon ein bisschen besser auf dem rechten Ohr. Das war ja komplett zu. Ende des Monats habe ich ja noch meinen HNO-Termin. Ja. Und ja, alle Flüsse haben total viel Wasser, das ist irre. Und es war gerade total schön am Strand. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Ich habe frei. ich war bei McDonald's. Ja, so ist es, gell? So, hallo ihr Lieben. Ich war gerade beim Friedhof auf Toilette und jetzt habe ich eine Anfrage an mein Auto geschickt, ob ich bitte, wenn ich ankomme, 23 Grad Raumtemperatur haben könnte. Und das ist durchgegangen, die Anfrage, also bemüht er sich jetzt dann aus Leibeskräften, mir meinen Wunsch zu erfüllen. Vorher bin ich dann im Auto gesessen und habe festgestellt, ich muss tatsächlich auf D gehen, also auf den Fahrbetrieb oder auf B für Rekuperation. Ich weiß nicht, wieso B Rekuperation ist. Aha, er arbeitet. Damit ich immer Strom habe. Und es ist tatsächlich so, dass ich entweder das MacBook oder die Bluetti einstecken kann. Ha, es ist kühl im Auto, obwohl die Sonne voll drauf brennt. Das ist doch wunderbar. Genau, dann treten wir auf Bremsen. Und ja, er hat zwei Fehlermeldungen jetzt. Frontassistent ist eingeschränkt verfügbar. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht, weil da auf den Sensor zu viel Hitze draufkommt. Egal. Ja, so. Jetzt fahre ich dann gleich meine Wäsche abholen und ja, ich sollte noch was essen. Vielleicht Käse und Nüsse und die Paprika würde ich mir gerne machen. Aber ich glaube, zum Kochen habe ich noch nicht genügend Batterie. Nee, 1%. Bringt's gar nicht. Kochen kann ich nicht. Wahrscheinlich muss ich, um kochen zu können, immer einmal pro Woche auf den Campingplatz und da komplett alles aufladen. Also Batterie und ja, Auto und alles. Ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Aber für die Bluetti brauche ich dann nochmal ein extra Ladekabel, weil ich habe ja jetzt nur ein Ladekabel, was ich am Campingplatz anstecken kann fürs Auto. Die Bluetti wird halt nicht genügend geladen. Das hätte mir eigentlich gleich klar sein müssen, wenn die Herdplatte 500 Watt braucht, dass das dann nicht ausreicht,
wenn ich 120 Watt von der Steckdose hier bekomme zum Wiederaufladen. Aber das Kochen ist vielleicht 20 Minuten. 20 Minuten mal 500 Watt, es müsste doch in mehreren Stunden dann wieder aufgeladen sein. Ja gut, plus das, was ich halt die ganze Zeit brauche. Ich meine, wenn ich die ganze Zeit die 120 Watt brauche, um MacBook und iPhone und Kühlbox und so weiter zu betreiben, dann kann ich es natürlich nicht gleichzeitig zum Laden der Blue Yeti verwenden. Ich befürchte fast, das mit dem Kochen wird nicht funktionieren. Die Blue Yeti und die Herdplatte muss ich vermutlich zurückschicken. So, ich will mir endlich meine Paprika schneiden. Ich habe voll den Sonnenuntergang verpasst. Der war um 19:52 Uhr. Und ich habe mir aufgeschrieben um die 20:30 Uhr. Das war aber vor mehr als einer Woche. Ich verpasse alle meine wichtigen Sachen. Hauptsächlich, weil ich technische Probleme habe. Und ich dachte, wenn ich den ENIAC habe, dann habe ich keine technischen Probleme mehr. Aber es liegt an der Blue Yeti, dass die zu viel Strom braucht. Ein weiteres technisches Problem, wenn der ENIAC an ist, und es ist immer, wenn ich drauf sitze, auch wenn ich auf dem Fahrersitz sitze, dann kann ich keinen Airdrop machen, weil dann ist ein Gerät mit dem Apple CarPlay verbunden. Und das darf während Airdrop nicht sein. Da darf nichts verbunden sein. Muss auch den persönlichen Hotspot ausmachen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Apple AirPlay deaktiviere, ohne dass ich das jedes Mal neu aktivieren muss. Die einzige Lösung, auf die ich jetzt gekommen bin heute, war aussteigen, ums Auto rumgehen und dann an das MacBook was schicken, während ich neben dem Auto stehe. Das ist natürlich nur so eine Zwischenlösung. Trotzdem ist es noch schön, auch wenn der Sonnenuntergang vorbei ist. So, was ich gerade mache, nachdem ich den Sonnenuntergang verpasst habe, ist, ich schicke vom iPhone Fotos und Videos ans iPad, die ich in den letzten Wochen nicht checken konnte, weil das Auto sich immer mit einem der Geräte verbindet, mit dem iPhone normalerweise. Und wenn ein Gerät verbunden ist, kann man keinen AirDrop verwenden. Aber das iPad wollte auch nicht. Ja, einzige Möglichkeit: aussteigen, ums Auto rumgehen und dann ja so schicken am Beifahrersitz. Muss man halt dann schauen, dass das MacBook nicht in Schlummerzustand geht. Ja, ich glaube, ich gehe um.